24-7. Bei Rap La Rue ist da nur der Rap on Fokus? Nee. Oder ist es individuell? Es geht da drum ums Gesamtpaket. Also alleine das Auftreten ist todeswichtig. Viele Sachen, das sehen die Leute ja gar nicht. Wir sind nicht einfach eine Show. Du kommst da hin, du gibst deinen Song ab und wenn der Song gut ist, kommst du weiter. Sondern wir versuchen wirklich, die Künstler zu machen, zu formen, denen vorzugeben, was für einen Style die rappen sollen. Zu gucken, selber mit dem Künstler, was passt einem am besten selber. Und die Jungs, gell, also jetzt ein Eamon, ein Ammo, ein Haaland, die hatten, bevor sie zu Rap La Rue kamen, nicht mal einen Spotify-Account. So. Und man hat wirklich geguckt, ey Bruder, was funktioniert? Wo kann man sich kreativ ausleben? Und die sind einfach die perfekten Künstler, Cousin. Ehrlich, die sind geisteskrank. Aber wir versuchen wirklich, so Hand in Hand zu arbeiten mit den ganzen Leuten. Ich verstehe. Ja. Was ich extrem geil fand, war, dass ihr einfach gewürfelt habt und dass ihr dann gesagt habt, hör mal zu, wir könnten uns vorstellen, also du als Künstler, mit ihm zusammen als Künstler, in der Genre die Thematik. Ja, das ist so geil gewesen. Und ich muss wirklich noch einmal ein ganz großes Lob auch an die Künstler aussprechen. Weil, Bruder, es ist ja Hand in Hand gegangen. Es ist ja nicht nur so, dass wir gearbeitet haben, sondern die Künstler waren Motherfucker. Die haben gearbeitet bis zum geht nicht mehr. Die haben sich nicht irgendwas in den Arsch schieben lassen, sondern ich schwöre, jeder einzelne von denen hat gehustelt bis zum geht nicht mehr. Ein Ilo Haraga zum Beispiel, ich schwöre auf meine Mutter, ist eine Maschine. Ein Ammo, ein Haaland, ein Eamon, das sind Maschinen, die gehen nicht. Bruder, das sind nicht diese Leute, Rapper, dieses, Bruder, wollen wir enjoyen, lass mal chillen, Studio 4 Stunden danach. Boah, ich kack drauf ab, Bruder. Bruder, die sind null. Die gehen ins Studio 4 Stunden, die haben 18 Tracks gemacht. Die sind Maschinen, die haben Hunger bis zum geht nicht mehr. Das sind Arbeitstiere, Bruder. Cousin, die wollen hasseln, Bruder. Aber das beibehalten, Bruder. Ja, das müssen die beibehalten. Das beibehalten ist schwierig. Die sind Monster, ich sag das immer wieder, wie viele Rapper sind stark, wenn sie kommen und lassen dann einfach nach, Bruder, weil das Geld kommt. Ja, man muss das einfach Ding weglassen. Man muss es wirklich diesen Hunger haben, so, und man darf sich und nicht durchziehen. Geld verdienen, ja. Und durchziehen. Was meinst du, wer von den Kandidaten das Potenzial hat für einen Star? Wirklich Star. Also Bruder, das ist schwer, dass du mich das fragst, weil ich werde dir sagen, jeder, Bruder. Weil ich habe die Leute so ausgesucht, dass ich genau die Leute habe, die Stars werden, Bruder. Das werden alle Stars werden, Bruder. Boah, das ist krass. Hör zu, hör zu. Das ist eine krasse Aussage. Ja, weil, pass auf, es ist, sagen wir mal, bei DSDS, ja? Mhm. Die Leute haben gewonnen und nächstes Jahr keiner kannte die mehr. Der Einzige, der bei mir auf dem Schirm geblieben ist, ist Dings. Mark Medlock? Nein. Was ist mit Mark Medlock? Ja, ja, oder keiner von denen. Der mit der Mütze, Lo. Pedro. Aber Pedro ist kein Gewinner. Pedro gewesen. Lombardi. Der hat nicht gewonnen. Hat er nicht gewonnen? Hat gegen Sarah Engels im Finale verloren. Nein. Doch. Echt? Ja, ja. Der ist doch. Der hat es richtig gemacht. Er war doch Gewinner, Bruder. Nee, er hat verloren. Wer hat Ey, verloren? Pedro Lombardi hat doch gewonnen, oder nicht? Ah, Pedro hat Pedro gewonnen. Sag ich doch. Weil er Wertenhänger. Okay, wir kommen aus Paralleluniversum. Das ist der Einzige, der wirklich Erfolg regenerieren konnte oder generieren konnte. Safe. Durch die Plattform, safe, die ihm geboten worden ist. Safe. 100%. Pedro stimmt, ja. Keiner ist irgendwie aufgrund von Geld oder Hype jetzt irgendwie, hat sich zurückgelehnt, laid back und hat einfach seinen Namen schwinden lassen. Richtig. Pedro Lombardi ist einfach noch on point. Vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster und ich kann mich auch irren, aber ich denke, alle 6, die dort ins Finale gekommen sind, Star-Potenzial, die werden alle Stars, Bruder. Alle zusammen. Egal, wer es ist von denen, der wird ein Star. Krass. Ja, weil wir haben ja auch noch danach weiter, wir machen ja danach auch noch mit denen weiter. Es heißt, entweder vermitteln wir die an ein Label und vielleicht kann ich dir offstream 1-2 Sachen erzählen und du wirst sagen, oh mein Gott, ihr seid krass. Wir haben 2-3 Leute richtig krass untergebracht. Echt? Mhm. Stark. Und ich bin mir 100% sicher, die Jungs werden sich durchsetzen, weil Talent ist bei allen vorhanden. Ich habe irgendwie das Gefühl, Bruder, dass die nicht nur so vor der Kamera sind, sondern die sind wirklich diese Menschen, die Bruder. Die sind diese Menschen. Ja. Ein Breel, Bruder, ich habe hier das Video gesehen, der ist emotional so kaputt gegangen. Mhm. Der hat einfach Scheiße gefressen. Der hat Scheiße gefressen, Cousin. 18 Anzeigen oder so. Oder der Cousin aus, wie heißt der Rapper nochmal, wo ich gesagt habe, der Song ist auf keinen Fall zu Ende produziert. Eamon, ja. Eamon, bei dem Bruder, er ist zwar so stabil, er hat das Bild nach außen so stabil, Bruder, aber wenn du dich mit dir hinsetzt so und du redest mit denen eine halbe Stunde, 45 Minuten, du weißt, Bruder, der ist eigentlich ein Hanun, Bruder, ein ganz lieber Menschen Junge, Bruder, aus dem du? Leben, man hat es gemerkt, ja, wir haben auch diese emotionale Bindung miteinander.
Was denkst du, warum ich da sitze und weine, Bruder? Ja, Bruder, was ist da passiert, Cousin? Ja, Cousin, das, ich habe das vielleicht ein bisschen unterschätzt, Cousin. Walla, das sind meine Freunde. Walla, das sind alles meine Freunde, Cousin. Das krass. Ist bei mir, guck mal, ich schwöre, wir sind Freunde geworden, Cousin. Walla, wenn mich ein Gio anruft und er sagt, Sammy, leih mal 20.000, dann rufe ich Gazi an, Bruder, kannst du mir 20.000 leihen? So, ich gebe mit Herz, Bruder. Weil ich habe kein Geld, aber du ich hast. Ich gebe mit Herz, Bruder, Walla. Finanzamt, habt ihr gehört? Ohne Bürgergeld, Zinsen, habt ihr gehört? Alle gehört? Zinsen ist haram, Bruder. Ich schwöre dir, ich gebe die mit Herz, Bruder. Aber ich würde. So, verstehst aber du? Ich will die so zurückhaben, wie ich die gebe, Cousin. Nicht mit 500 da und 1000 keine da und 2000. Sorge, ich frage dann Gio, weil ich habe kein Geld. Mein Vater hat immer einen schönen Satz gesagt. Erzähl. Wenn du einen Menschen loswerden willst, dann leih ihm Geld. Natürlich, Bruder. Das sind die alte Generation. Und viele Menschen in meiner Vergangenheit, die haben so ihren Wert, weil sie sich an Geld geliehen haben. Die haben sich Geld geliehen und haben sich danach nie wieder gemeldet. Ja, der eine hat so einen 20-Wert, weißt du? Der andere einen Fuffi. Und, 20 Euro aber, ja, 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 20 Euro, Fuffi, 100 da, der andere kostet mich 500. Ja. So, das sind so Leute, die dann einfach gemieden haben, oder weil die einfach noch Schulden bei mir haben, weißt du? Das ist gut. Ich habe auch ein paar Freunde aus meinem Freundeskreis so losgeworden. Einfach Geld geliehen, ne? Bruder, Walla, wenn du wüsstest, Cousin. Wenn du wüsstest, Gazi, Walla, Billa, wenn du wüsstest. Ich schwör auf meine Mutter. Hart, Digga, ehrlich. Geld ist der Teufel, Bruder. Bei Gott, Bruder. Ich sag's auch immer an den Chat, ey. Geld ist nicht alles. Geld ist der Teufel, Geld ist schlecht. Darum, wenn ihr Geld habt, donatet es mir. Ich küsse eure Augen. Bruder. Bruder, ich lese hier sehr oft den Namen Avi. Avi ist ein guter Künstler, der war bei Rap La Rue, ja. Ja. Was mit dem? Bruder, gab ein, zwei Missverständnisse. Mhm. Er ist dann leider aus dem Turnier ausgetreten. Mhm. Und wir haben jetzt Rede gemacht. Gut. Und er ist ein guter Künstler und auch am Live-Event am 12.04. ist er da und tritt mit seinem Rap La Rue Song. Auch Avi, an der Stelle wünschen wir alles Gute für die Zukunft, mein Bruder. Ja. Was geht noch, Bruder? Rap La Rue, okay, wir haben alle verstanden, Cousin, du hast einmal kurz ganze Szene auf den Kopf gestellt. Ja, Mann. Aber was geht bei dir Rap technisch, Bruder? Bruder, ich will nicht mehr, Cousin, nein. Hör doch auf, Lo. Nein, ich will nicht, Cousin. Hör mir auf. Ich will nicht, Cousin. Ich bin zu gut, Bruder. Nein, Spaß. Cousin, ich habe einfach keinen Bock mehr, Bruder. Echt? Guck mal, ich hatte einen Versuch, ja, bevor ich Rap La Rue gemacht habe. Hm. Ich wollte einen Bruder von mir sein. Ja. So. Und ich habe mit ihm einen Song gemacht, der Song ging mies viral, Bruder. Ja. Cousin, 2 Monate später, der hat 5 Jahre bekommen, Bruder. Da habe ich mir gedacht, scheiß drauf, Cousin. Mach nochmal 10 Songs, Bruder. Nur Kollabo mit dir würde ich machen. Ansonsten ich mache. Was, Rap? Ja. Scheiß auf Rap, Cousin, ich mache lieber Twitch. Boah, das ist viel entspannter, ich Bruder. Ich spiele ein Spiel, Gazi. Ha. Ich hol dir jetzt alles aus dir raus, Cousin. Mach, Bruder. Ein Reim auf Moulin Rouge. Tupacs Blut. Boah, nicht schlecht, Bruder. Ich versuche einen Nomen zu finden. Ein Nomen? Ja. Du willst einen Nomenreim auf Moulin Rouge? Ja. Aber Tupacs Blut war in Ordnung. War schon. Tutanchamun? Nee. Ist ein Lautreim? Nomenreim. Ja. Moulin Rouge. Ich hab 2. Ich würde jetzt irgendeinen Namen nennen von irgendwelchen Fußballern, Bruder, die ich vielleicht darauf reinbaue, aber ich kenne keine Fußballer, Bruder. Maschallah, ich kenne hunderte von Fußballern, Bruder. Moulin Rouge. Das ist ein sehr schweres Wort. Sag mal was anderes. Tupacs Blut ist krass. Tupacs Blut ist schon sehr krass. Also das muss man dir lassen. Walla, muss man dir lassen. Props geben. Tupacs Blut ist schon gut. Ich habe jetzt einen Kopf-Fußballschuh. Ist gut. Und dann Lukaku. Ist ein Fußballname. Ist ein Lukaku. Warum wusste ich das? Ja. Ein anderen Reim ist, der ist mir vorgestern, wo ich Musikreaction gemacht habe, ist der mir spontan eingefallen. Hm. Auf Benz Tacho. Den habe ich gefreestylt sogar. Es gibt einen Rapper, der so heißt. Benz Tacho. Ja. Benz ist individuell, Tacho ist schwierig. Tacho würde ich Fascho machen. Benz Tacho. Der spielt auch RP. Frankfurter. Offenbacher. Vor- und Künstlername. Du kennst Capo? Jam Capo? Ja, auf Benz Tacho. Den hab ich gefreestellt. Ich würde sagen, du kennst Capo und fährst deshalb 200 auf dem Benz Tacho. Okay, also warte, das mache ich noch einen leichten. Mediamarkt. Schwer, gell? Mediamarkt ist gut. Ja, was kann man da drauf reimen? Ich würde Leviathan. Was ist das denn? Das ist irgend so ein Monster oder so, glaube ich. Abu ist eine Cousin. Du kommst mit irgendwelchen Digimon-Staffeln, Bruder. Nein, das ist was das keine denn? Ahnung, Bruder. Ich habe Mediamarkt, ich komme und. Mediamarkt und handeln den Preis, weil es Mediamarkt. Wow. Habibi, ja. Medi, ja? Ja, Mark. Okay, Habibi, wir machen Spitz auf Spitz, Cousin. Ich krieg deine Augen, Bruder, Wallah. Mach Foto von Seite, schäm dich nicht, Cousin. Ich bin drinnen, Bruder. Gib Gas, Yalla, gib Gas. Ich bin drinnen, Cousin. Bruder, Wallah, du musst Songs machen. Nein, ich hab keine Lust mehr. Soll ich meinen letzten Song zeigen? Ja. Das mit meinem Signing. Hier. Leviathan ist von Yu-Gi-Oh? Ich weiß nicht. Leviathan ist ach so, wollte ich schon schreiben, da schreibt jemand Yu-Gi-Oh, Bruder.
Der sitzt auch in Remscheid, der Bruder hier. Im Knast? Ja, Mann. Das ist mein Signing gewesen. Immer noch derselbe wie damals, District. Ein Jahrzehnt auf der Strada. Hab das Handy am Ohr, Bruder, ich mach die Haram Ace. In meiner Gegend grüßt man mit Salam Aleikum. District, De La Rue, so wie Boston George. Warum in der Sing bei Cops wie Gospel. Was mit dem Bruder? Ach, Bruder. Hoffnung verloren, leider, ja. Muss noch ein paar Jahre. Er muss abmachen? Ja, er muss Was abmachen. Hat er gekriegt? Er hat. Das erste Ding war knapp 3. Erste Instanz? Und dann ist nochmal was oben drauf gekommen. Echt? Ja, 2, 3 Sachen sind sogar noch offen. Remscheid's NRW, oder? Ja, ist NRW. Wegen was ist der? Er hat erstmal wegen schwerer Körperverletzung, war das erste Ding. Und dann kam noch BTM oben drauf. Er ist Gewalttäter, ja? Ja. Gewalttäter, BTM. Das sind keine gute Voraussetzungen für den offenen Vollzug. Er wohnt ja eigentlich in Frankfurt. Mhm. Und er hat gedacht, wenn er nach Remscheid geht oder irgendwo hier in NRW. Offener Vollzug. Offener Vollzug. Gar nichts. Pass auf, Bruder. 3, 4 Tage vor Haftantritt haben die noch was bei ihm gefunden. Offene Verfahren. Haben die noch was bei ihm gefunden, haben noch ein Ding aufgemacht, Bruder. Wallah. 3, 4 Tage bevor er reingegangen ist. Ist ciao, Bruder. Offener Vollzug ist nicht. Offener Vollzug ist nicht. Als sie das gefunden, der wurde schon rechtskräftig. Sein Urteil wurde rechtskräftig und haben dann wieder was gefunden. Wieder was gefunden. Ist Wiederholungstäter, Bruder. Ja. Ist Wiederholungstäter. 2/3 Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, Bruder. Je nachdem, wie der Richter sich gerade fühlt. Er hatte auch davor viele Vorstrafen, Bruder. Der hatte diese Betruggeschichte mit der Zalando-Geschichte damals, als er jung war. Mhm. Der hat so eine Akte Cousin. Schade, Bruder. Ja, sehr schade, leider. Schade. Rappen kann der? Ja, ist ein guter Junge auch. Free District, Digga. Sehr guter Junge. Ich war ihn letzten Monat besuchen. Am 14. gehe ich ihn wieder besuchen. Bester Mann, Free District, ich küsse dein Herz, mein wunderschöner. Stell dir schöne Grüße von mir, auch von mir, Free. Sag's, Bruder, da wird's was Free District, ich küsse deine Augen, Bruder, auf dass du die Zeit auf ganz entspannt abmachen kannst. Macht er, der ist Lach dich da nicht ein auf irgendeine Scheiße, Bruder. Nimm auf keinen Fall Lyriker. Mach das nicht. Und guck, dass du die Zeit auf ganz, ganz entspannt abmachst. Ekelhaft, 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 Bruder. Aber was ich bei dir einfach feier, Bruder, und ich. Vielleicht sagt dir das niemand, aber deine Stimmfarbe, Bruder. Ich könnte auf einem Song von 1000 Rappern raushören, das ist Sammy. Ja, Mann. Dankeschön, Bruder. Das ist einzigartig. Das ist einzigartig, Kat. Dankeschön, Bruder. Das weiß ich sehr zu schätzen. Mach doch einen Song, Bruder. Ich hab keinen Bock mehr. Lag ein. Ich hab keinen Bock mehr. Für die Rap-Fans, Bruder. Ich hab einen Song, den hatte ich mit District, Bruder. Den wollte ich noch raushauen. Ich werde auch noch Songs machen. Ich trete jetzt auch am 12. auf. Mach den Achizid-Song mit Sadik. Habibi, wallah, Achizid. Ja. Mach Foto von Seite, Cousin, ich schwöre dir. Geil, Bruder. Bruder, ich schätze das, dass du die Zeit genommen hast und hier bist. Kein Problem. Vielen Dank dafür. Bruder, ich genieße es. Ich küsse deinen Augen, Bruder. Ich werde so viel Geld verdienen, Bruder. Selbst der Hakan freut sich, Bruder. Geil. Der sieht schon jede TikTok immer, wenn ich irgendwas geredet habe. Der sieht schon jedes Mal, ja. Bruder, ich will dir auch ein Signing von mir zeigen. Nein, bitte nicht. Ein Signing, Bruder. Gas mit? Ja. Hast du schon? Ich mach Spaß, ich hab nur einen Chat gelesen. Hast du dich gehört? Nee. Bruder, musst du, Bruder. Bruder. Ist er auch von Großfamilie? Ja. Boah, krass. Was meinst du denn, Bruder? Heftig. Geiler Beat. Krank. Das erste Mal hast dich dieser. Standest du mir richtig nah? Das erste Mal, als ich dich sah, standest du mir richtig nah. Ich hab aber auch ein Problem mit dem, Bruder. Echt? Ja. Der wurde leider abgeschoben, Bruder. Er wurde abgeschoben? Mhm. Der geht jetzt fischen in Kosovo. Ah, ist Albaner, oder? Er ist Zigeuner, aber er lebt in Albanien. Ah, okay. In Kosovo lebt er aktuell. Aber vielleicht kriegt man ein Ding, Aufenthaltsgenehmigung. Ja, ich hab schon Dings Cousin. Ich hab schon mit Abdelbudi, kennst du Abdelbudi? Ja, ja, der Comedian aus Berlin. Ja. Ich hab mit denen schon einen Managementvertrag fertig gemacht, Bruder. Mhm. Es ist noch eine Frage der Zeit. Abdelbudi kommt allerdings auch nach Ramadan inshallah wieder zu Besuch. Mhm. Und dann wird der Vertrag inshallah fertig gemacht. Aber scheiß mal auf diese ganze Musik. Lass mal kurz Musik beiseite, Bruder. Okay, lass mal weg jetzt, Bruder. Endlich. Willst du abhauen? Nein, das war mir ein bisschen zu viel. Bruder, warum? Ich mein, das wegen Ding. Ach so, ja, ich weiß ganz genau, was du sagen willst, Bruder. Ja. Bruder, ich habe immer... Kann man Features mit dem machen? Bestimmt. Ich habe einen Kollegen, der sucht unbedingt jemanden, der den signed. Der heißt J.U. Ich denke, so ein Gazmet, der könnte J.U. locker signen, Bruder. Echt, ja? Ja, ja, ich muss den irgendwo unterbringen. Den ein Kollabo? Ja, so. Kollabo vielleicht. Das ist der Typ, den ich geballert habe mit Rose. Ich wollte den eigentlich mal zu Bösemann bringen. Ich habe Bösemann angefragt, ob er Lust hatte, den zu signen. Aber...
Ja, vielleicht Gersmet hat Lust, Kollabo mit J.O. zu machen. Ist ein sehr guter Freund von dir, ne? Ja, ist ein guter Freund. Deswegen verarscht ihn auch immer so, ne? Ich mag ihn sehr. Bei ihm kann ich machen, weil er nimmt mir nicht übel. Ja, Bruder, das macht ein Freund aus, Bruder. Ja, das macht ein Freund aus. Aber scheiß mal auf diese ganze Musikscheiße, Bruder. Ja, Cousin. Es gibt immer drei, vier bestimmte Fragen, die ich jemandem stelle, wenn er bei mir zu Gast ist. Stell dir Mike Tyson vor, in seiner Prime. In seinem Prime, Cousin. 19 Jahre alt, Bruder. Like jede Muskel, jede Ader kommt aus seinem Körper raus. Fit und schnell wie der Wind, Bruder. Du hast Muhammad Ali. The greatest of all time. In seiner Prime. Of all time, Bruder. Beide in einen Ring. Und dann heißt es Ding, Ding, Ding. Bruder, pass auf, ich sag dir genau was. Und alle, die hier saßen und alle, die darüber reden und auch Ring Life und all, haben gar keine Ahnung, Cousin. Oha. So, oha, Bro, hör zu. Ich sehe, Hakan sieht schon die Überschrift. Sammy Rap LaRue schießt gegen Ring Life. Macht einen Knoten in Mohammed Ali seinen Hals rein, Cousin. Was nochmal? Mike Tyson? Ja. Der macht einen Knoten in Mohammed Ali. Nein, Bruder. Du hast keine Ahnung, Gas. Nein, Bruder. Du hast keine Ahnung, Bruder. Pass auf, ich erkläre dir, damit du lernst. Bruder. Okay. Das von okay. Abi, ich erkläre dir, weil du bist erst 27. Ja, okay. So, hör zu, Bruder. Ach, ich bin 22. Abi, tut mir leid, gut, Abi. Alles gut, okay. Alles gut. Hör zu, Cousin. Mohammed Ali ist ein Boxer, der sehr schlau gekämpft hat, Bruder. Ja. Und er war seiner Zeit voraus, Cousin. Safe. Weil er war, alle waren dumm. Und er war schlau, Bruder. Er hat gewartet, er hat getanzt, er hat gespielt, er hat gemacht. Das Problem ist, Bruder, bei Mike Tyson, du hast so einen Typen mit 3 IQ, weißt du? Mhm. Ah, vom Bronx. So. Bei ihm, Bruder, wenn er dich trifft, ja, bist du tot, Bruder. Du kannst... Wenn der trifft. Cousin, Bruder, du kannst einen Opel Corsa auf deinem Kopf haben, Bruder, gell? Ja. Wenn er dich trifft, du bist total Schaden. So. Und Mohammed Ali ist einer, der hat gut Ding ausweichen, nach hinten, hat so geboxt. Aber hätte Mike Tyson ihn getroffen, egal wer das ist, er wäre schlafen gegangen. Jetzt kommt aber das große Aber. Mhm. Wenn Mohammed Ali es geschafft hätte. Sheldon Cooper sagt, alles, was du nach Aber sagst, ist irrelevant. Aber egal. Hör zu, vielleicht hat das doch Sinn. Okay. Wenn Mohammed Ali es geschafft hätte, 1, 2, 3 Runden ihn ein bisschen auszuboxen und nicht getroffen zu werden, hätte Mohammed Ali es gewonnen. Nach der dritten Runde hätte Mohammed Ali das gewonnen. Aber weißt du, dass Mike Tyson hat gegen seine schwierigsten Gegner verloren? Das kann sein. Er hat auch keinen harten Gegner besiegt. So. Aber Bruder, was für eine Kraft er hatte. Er ist einfach ein Biest, Bruder. Okay, wir haben hier die Schlagkraft. Wir haben aber die Mathematik von Mohammed Ali. Ja. Wir haben die Schnelligkeit von Mohammed Ali. Wir haben den Stil und die Ausdauer von Mohammed Ali, okay, Bruder. Okay, darf ich mal einen Punkt setzen? Erste 3 Runden. Wenn er ihn trifft, gewinnt Mike Tyson. Nach der dritten Runde würde Mohammed Ali gewinnen. Das ist mein Punkt. Also, ja, okay. So kann man es stehen lassen. Aber menschlich bin ich Mohammed Ali, Bruder. Er, Bruder. Wir reden nicht von der Persönlichkeit. Aber ich will von Persönlichkeit reden. Okay, gut, dann reden von der Persönlichkeit. Mohammed Ali, Walla, Eier aus Gold, Cousin. Cassius Clay, nein, ich bin Mohammed Ali, Bruder. Dankeschön, Boxlizenz danke. Entzogen, ich gehe nach Afrika, Ali Boumaye. Weißt du, was das heißt überhaupt? Ali Boumaye. Nein. Ali Boumaye ist Lingala, das ist die Amtssprache des Kongos. Mhm. Und Ali Boumaye heißt Ali, töte ihn, weil die Leute sich mit ihm verbunden gefühlt haben. Stell dir vor, ein ganzes Volk in den Schreit Ali Boumaye, Ali Boumaye, weil er einfach eine Vorbildsfunktion war, Bruder. Er war richtig Pionier, Cousin. Gibt es heute noch so Stars, Bruder? Gibt nicht, Bruder. Mike Tyson, was hat er gemacht, Cousin? Irgendwann, der hatte 2-3 Millionen, nur noch Jackie Cola und Gibbets, Cousin. Und dann Mohammed Ali hat ihn irgendwann zum Islam geholt. Aber da vorne, Bronx, Bronx, check your ops, check your ops. Mohammed Ali war ein Macher, Bruder. Mindset war Macher. Er sitzt sich im Fernseher hin, Cousin. Er sagt, ich habe nur einen Bodyguard, Bruder. Bruder, wer macht sowas, Cousin? Du bist Popstar, du bist Dingstar. Er sieht, genau, aber hat keine Augen. Bruder, er hört wer mich, macht das, er hört Cousin? Mich, hat aber keine Ohren. Was für ein schöner Charakter, Digga. Stark, ehrlich, ne? Was für ein Charakter, Bruder. Andere sitzen da, yo, I wanna fucking out, I'm gonna shit him, knock out him. Der war richtig bescheiden, Bruder, schön Anzug. Er hat keinen Fehler gemacht. Er war einfach er selber. War mit Ali Charakter Nummer 1, Bruder. Ehrlich, muss man sagen, Bruder. Aber. Starke Worte. Ey, Pyramiden, Bruder, ich weiß, wer gebaut hat. Das wäre die nächste Frage. Bruder Gazi, bitte, ich hab Zero Mero gehört, Bruder, die erzählen irgendwas, Djinns und so. Das ist eine gute Theorie, die er hat, gell? Ich habe 2, aber noch eine neue. Aber meine einzige Theorie wäre auch Djinns gewesen. Ja. Aber ich habe eine, die könnte das vielleicht toppen. So.
Wir gehen alle davon aus, dass diese Steine kilometerweit getragen worden sind. Richtig? Mhm. Mhm. Vom Ufer bis zu dahin, das macht gar keinen, mathematisch gar keinen Sinn. Das geht gar nicht. Es hätten die 35 Millionen Jahre gebraucht, um die Pyramide zu bauen. Was ist aber, wenn die Steine gar nicht Steine waren, sondern man hat die Steine gegossen? Das sag ich. Hast du das gesagt? Ja, das ist, das ist so, was ich sage. Das entweder so oder es war ein Jins, Bruder. Anders geht's nicht, Gazi, Bruder. Es geht nicht. Die haben versucht, Pyramiden nachzubauen, hat nicht funktioniert. Warum sollten Jins Steine aufeinander stapeln? Okay, hör zu. Pass auf. Kann ich dir ganz einfach erzählen. Aus welchem Grund? Also es gab einen Propheten, sein Name ist Süleyman. Aleyhisselam. Richtig. Und er hatte die Gabe, er konnte mit Jins und Tieren sprechen. Korrekt. So. Und man sagt, als er gestorben ist, haben die Jins für ihn was gebaut und er ist im Stehen gestorben. Und sie haben gesehen... Auf seinen Stock. Genau, auf seinen Stock. Und sie haben nicht aufgehört, weil sie gesehen haben, er guckt die noch zu. Bis die Termiten an den Richtig. Stock... Richtig. Und dann kaputt, dann haben die erst aufgehört. Das heißt, es gab schon mal in der Historie, dass Jin was gebaut haben. So, wer sagt denn, dass nicht auch durch Magie, durch was auch immer, weil die Zeit vom Pharao war die Zeit von Magie. Safe. Weißt du? Als Moses sich mit den mit den Magiern des Pharaos gemessen hat. Angelegen hat. Ja. Wo Allah zu ihm gesagt hat, schmeiß deinen Stab auf Boden und es wurde zu einer Schlange. Korrekt. Das heißt, es war die Zeit der Magie, Bruder. Safe. Wer sagt nicht, dass der Pharao im Auftrag der Magie, mit dem Auftrag der Magie den Jinns gesagt hat, die sollen die Pyramiden bauen. Das ist eine Sache vom Glauben, Bruder. Wichtig ist, dass man jedem anderen auch die Freiheit lässt, zu glauben, was er möchte, Safe. Bruder. Aber dann will man auch die Freiheit haben, zu glauben. Und ich denke, das könnte auch daran... Also so passiert sein, um ehrlich zu sein, ja. Schweres Thema. Ist die Erde für dich rund oder flach? Bruder, wer sagt flach, Bruder, der hat den Sprung in der Schüssel, ehrlich. Okay, aber warum? Cousin, was für flach, Bruder? Wieso? Es gibt 12,1 Millionen Menschen, die daran glauben, dass die Erde flach ist. Ja, Bruder, die müssen auch so begründen. Okay. Wie viele Leute gibt es, die Paralympics mitmachen, Bruder? Weißt du, was Paralympics ist? Ja, die Olympia für Handicap. Genau, Cousin. Es gibt überall Leute. Olympia für Leute mit Handicap. Genau, es gibt überall Leute, Cousin. Verstehst du, Bruder? Es gibt Leute, die sagen, es gibt Eidechsenmenschen. Es gibt Leute, die schlafen mit Züge. Jeder soll machen, wie er denkt. Guck mal, der IC, wie sexy der ist. Ja, Bruder. Turbo. Gib mal Gas, Lokführer. Der macht schnell. Es gibt alles, Bruder. Es gibt alles. Es gibt Menschen, 2000 Leute, die uns um diese Uhrzeit noch zugucken, wie zwei dumme Kennex, einer 22, einer 27. Hier, Ding, es gibt alles, Bruder. Es gibt jeder alles, verstehst du, Bruder? Und es gibt wirklich Leute, die glauben daran, Bruder. Aber es ist... Für mich absolut Quatsch, Bruder. Wenn die damit glücklich sind, die sollen glücklich sein. Ich küsse deren... Walla, Erde ist flach für euch. Ich küsse eure Augen. Von meinem Bruder, Erde ist ein Staubsauger. Lieb eine Heizung, schlaf mit einer Heizung, mach, was du willst. Nimm diese Staubsaugerrohr, mach rein. Mach in diese Staubsauger rein. Ich habe mal so ein Ding gesehen. Es gab so zwei Leute, die haben gesagt, Erde ist flach, Verschwörungstheoretiker. Yeah. Die haben so ein soziales Experiment gemacht. Yeah. Richtig viel Geld ausgegeben, dafür Kamerateams gekommen und so, gell? Und die haben einfach während dem Experiment festgestellt, die ist rund. Die machen, ah, bo, that's not possible.